Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden-Video von uns. Wir sind Udo und Christina und es wird mal wieder Zeit für das jährliche Mitarbeitergespräch. Zahlen, Daten und Fakten von dem Jahr 2022, welche Meilensteine wir dieses Jahr erreicht haben und wie das Ganze hier weitergeht, ob uns das überhaupt noch Spaß macht mit YouTube und unserem Kanal. Das erfahrt ihr alles in diesem Video. Und wenn ihr dieses Jahr besonders lieb gewesen seid, dann hat das Christkind ganz vielleicht auch noch eine Powerstation für euch mitgebracht. Starten wir mal mit ein paar Zahlen. Wir haben in diesem Jahr 48 Videos hochgeladen und 2 YouTube Lives mit euch veranstaltet. Das heißt, wir haben bis auf 2 Ausnahmen tatsächlich unser Versprechen, also was wir mal sagen, jede Woche hier ein Video für euch hochgeladen. Die beiden Ausnahmen, da waren wir halt selber länger unterwegs in Dänemark und Österreich. Habt ihr hier wahrscheinlich auf dem Kanal gesehen. Grundsätzlich versuchen wir aber hier mit unserer Contentplanung auch ein bisschen besser zu werden, damit wir vielleicht dann im nächsten Jahr auch wirklich jede Woche ein neues Video für euch hochladen können. Wenn ihr uns dabei ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr mal unsere kleine Zuschauerfrage ausfüllen. Die findet ihr unter waldhelden.de/Umfrage. Klickt einfach mal durch. Unten in der Videobeschreibung ist auch der Link dazu. Ja, und weil die Zahlen so krass sind und ich mir die auch einfach nicht merken kann, muss ich hier leider ein bisschen spicken. Also unsere Videos wurden insgesamt 1,2 Millionen Mal aufgerufen. Also das ist einfach mal ja eine mega krasse Zahl. Also kann man sich kaum vorstellen. Und ja, das sind halt ja fast 100.000 Mal im Monat. Also wenn man das mal so runterrechnet, ist das auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Zahl. Und ja, das sind halt nur die Zahlen jetzt von diesem Jahr. Ne? Wenn man natürlich die dann von 2021 und 2020 dazu rechnet, dann toppt das natürlich nochmal. Ja, und wir haben insgesamt in 2022 dann auch die Grenze von 2 Millionen Aufrufen insgesamt durchbrochen. Also das ist auch echt mal eine krasse Zahl. Ja, und unsere Videos wurden insgesamt 6,3 Millionen Minuten geschaut. Und das sind umgerechnet halt 12 Jahre. Also das ist halt einfach ja eine krass lange Zeit. Und ja, an dieser Stelle auf jeden Fall ein ganz herzliches Dankeschön an euch, weil ohne euch wäre das natürlich so nicht möglich. Im Verhältnis dazu sind aber die Likes unter den Videos noch ausbaufähig und am besten üben wir das jetzt mal einmal kurz. Also jetzt alle einmal den Zeigefinger nach unten oder den Mauszeiger und einmal auf den Like-Button drücken. Sehr gut und schönen Dank dafür. Dürft ihr gerne öfter bei den Videos machen. Als wir letztes Jahr im November den Jahresrückblick gemacht haben, hatten wir noch keine 10.000 Abonnenten und in der Zwischenzeit gehen wir halt auf die 20.000 zu. Also wir haben im Jahr 2022 7.500 Abonnenten dazu gewonnen. Und ja, das wollen wir auf jeden Fall feiern mit einem tollen Gewinnspiel. Seid da auf jeden Fall gespannt. So, da muss ich auch mal kurz spicken. Wir haben hier noch weitere Zahlen und zwar von den anderen Plattformen. Auf Instagram sind wir inzwischen auch 12.500 ja, von euch, die uns da quasi täglich folgen. Da posten wir halt immer so flüchtigen Content, also keine Ahnung, Stories. Heute habe ich hier das Solar ausgemessen auf dem Dach und so. Wenn euch sowas interessiert, dann folgt uns da gerne. Und auf Komoot sind auch schon 400 Leute dabei. Und dort posten wir ja immer unsere Wanderungen. 67 sind es inzwischen, also Wanderungen und Radtouren, die wir immer so machen, die ihr in den Videos seht. Und ja, wenn ihr die mal nachfahren, nachwandern wollt, dann folgt uns da auch gerne. Die Links zu den ganzen Kanälen findet ihr immer unten in der Videobeschreibung. Unser beliebtestes Video in 2022 mit 130.000 Aufrufen war ein Gemeinschaftsvideo mit 4 anderen YouTubern zum Thema Fehler, die man beim Wohnmobilkauf machen kann. Ja, das Video kam halt sehr gut bei euch an und hat uns auch total viel Spaß gemacht. Und ja, mit solchen Kooperationen planen wir auch wieder in 2023. Und ja, mit der ersten fangen wir da auch direkt im Januar mit an. Zusammen mit dem Marc von Bergbrise Camping werden wir mal das Stromsetup hier von dem Wohnmobil und auch von seinem ein bisschen aufpimpen. Und damit sich dabei keiner verletzt, haben wir uns auch einen Profi dazu geholt. Also insbesondere wir beide uns nicht verletzen. Und zwar der Marc, auch Marc mit C diesmal aber, von der Camperklinik, wird uns dabei unterstützen.
umsetzen. Und das wird auf jeden Fall ein ziemlich cooles Projekt. Werdet ihr im Januar wahrscheinlich 1, 2, 3 oder auch mehr Videos zu sehen. Also wir haben einiges geplant und ich denke, da könnt ihr auch einiges für euer Stromsetup noch mitnehmen. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann werdet ihr über neue Videos immer informiert. Ja, kein richtiger Livestream, aber da wir das Ganze als Premiere haben laufen lassen, hat YouTube es als Livestream gewertet. Ich habe es auch mal drin gelassen, weil wir in Zukunft gerne öfter solche Experteninterviews machen können. Ja, also so, dass ihr halt eure Fragen stellen könnt und dann dadurch halt natürlich auch einen möglichst großen Nutzen ziehen könnt. Ja, wenn euch so ein Konzept gefällt, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, welche Experten ihr gerne haben wollt, aus welchen Fachgebieten und ja, dann quasi hier bei uns live im Video die Leute löchern könnt. Neben den vielen tollen Zahlen, die wir gerade hier so aufgezählt haben, hat sich für uns aber 2022 auch so ein bisschen dieses Gefühl eingestellt, dass wir hier mit dem YouTube-Kanal so ein bisschen auch wahrgenommen werden. Es kommen sehr viele Anfragen bei uns an von, also da ist auch viel Müll dabei, da muss man immer viel aussortieren, aber auch von größeren Marken, seriösen Marken, Firmen, mit denen wir halt auch gerne zusammenarbeiten. Und das freut uns natürlich auch, dass wir da auf dem Markt und in dieser Camping-Nische mittlerweile wahrgenommen werden. Ja, im letzten Jahr haben wir uns ja darüber gewundert, dass wir 3-mal auf unseren Touren erkannt wurden. Und in diesem Jahr gab es eigentlich keine Tour, wo wir nicht erkannt wurden. Also das soll jetzt ja auch überhaupt nicht überheblich klingen oder so. Ganz krass war es halt auch auf dem Caravan-Salon. Also da haben wir echt viele nette Gespräche mit euch geführt. Und ja, das ist halt auch das, was halt so Spaß macht, dass man halt sieht, dass diese Waldhelden-Community halt immer weiter wächst. Und ja, wir euch dann halt auch mal in live kennenlernen dürfen und ihr uns natürlich auch in live. Ja, das hat uns auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht. Ja, und durch diese tolle Community sind wir letztlich auch hier zu unserem neuen Wohnmobil gekommen. Der Kauf wäre anders gar nicht zustande gekommen und der Wagen wäre einfach beim Händler gelandet. Also auch in dieser Hinsicht ein voller Erfolg hier mit unserer kleinen Waldhelden-Community. Und ein weiterer wichtiger Meilenstein in diesem Jahr ist unser erstes eigenes kleines Produkt. Unser Stellplatzführer mit 135 Stellplätzen in Deutschland unter 10 Euro, 50 oder über 50 davon sind sogar komplett kostenlos. Viele von euch haben den, wir haben den vor 3 Wochen, vor 3 Wochen haben wir euch den vorgestellt. Viele haben den schon gekauft und uns auch positives Feedback darüber gegeben. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch riesig drüber. Und durch solche kleinen Produkte könnt ihr uns hier halt unterstützen. Wir können euch gleichzeitig aber auch einen Gegenwert liefern. Und das macht uns ein bisschen unabhängiger auch von diesen ganzen Werbepartnern und Sponsorings und wir haben aber trotzdem ein Budget, coole Projekte, Videos für euch zu machen. Und wie gesagt, wenn ihr Videowünsche, Videoideen habt, dann nehmt gerne an der Umfrage teil. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Am 1. Januar, aber das ist noch nicht hundertprozentig sicher, planen wir ein Live-Neujahrs-Kaffeeklatsch, um quasi mit euch aufs neue Jahr anzustoßen. Dafür müssen wir aber noch 1, 2 Dinge organisieren und absprechen. Von daher erstmal unter Vorbehalt. Wenn ihr aber den Newsletter abonniert habt, dann werdet ihr auf jeden Fall rechtzeitig informiert und verpasst das auf jeden Fall nicht. Und ja, den Link zum Newsletter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nächste Woche machen wir eine kleine Weihnachtspause, damit euch über die Feiertage aber nicht langweilig wird. Verlosen wir hier unter dem Video diese Anker 521 Powerhouse. Und wenn ihr in den Lostopf wollt, dann schreibt einfach mal unten in die Kommentare, welches Video euch von uns in diesem Jahr am besten gefallen hat. Und das bis zum 31.12. Den Gewinner losen wir dann in diesem Live, wenn es denn stattfindet. Ansonsten natürlich im Video aus. Und ja, allen, die teilnehmen, wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall schönes Weihnachtsfest und schöne Feiertage. Und natürlich auch einen guten Rutsch. Und wir sehen uns an dieser Stelle hier in 2023 hoffentlich alle gesund wieder. Tschüss. Ciao.